Das ist die Energy YouTube Show mit Jonas Mann und heute mit Maniac. Hi. Ha, schön, dass du da bist. Hallo. Hi. Die Energy YouTube Show. Das Interview. Für mich echt eine Ehre, denn ich verfolge deine Videos schon, also deine YouTube-Karriere quasi schon echt sehr lange und gucke immer, was es Neues gibt und bin immer wieder begeistert, wie viel Wissen und alles Mögliche sich da ansammelt in deinem Gehirn. Ich weiß auch nicht, wo das alles herkommt. Reden wir gleich noch drüber. Jetzt erstmal, erklär doch mal bitte für die 12 Leute da draußen, die dich nicht kennen, wer bist du, was machst du auf YouTube? Ich bin Maniac, ich mache seit 2007 Animationen, Reisevideos, Comedy-Videos, alles Mögliche auf YouTube. Und jetzt habe ich gerade ein Video gemacht über Berlin. Woher kommt das ganze Wissen? Ich meine, deine Videos, gerade die animierten Whiteboard-Videos, das ist unglaublich viel, was da irgendwie drin ist inhaltlich. Woher kommt das? Liest du dir das alles vorher an oder weißt du das alles schon vorher oder hast du früher in der Schule gut aufgepasst oder was ist los? Ich probiere einfach aus. Also ich bin einfach ein experimentierfreudiger Mensch und ich probiere einfach mal Sachen unterschiedlich aus, guck mir das an hinterher, wie es dann am Bildschirm aussieht und mach's dann gegebenenfalls beim nächsten Mal anders. Und recherchierst du dann richtig, wenn du ein Thema hast? Setzt du dich dann ans Internet oder ans Lexikon? Das ist auch das Schlimme daran. Deswegen dauert das auch immer so lang, bis meine Videos fertig sind. Das Recherchieren für manche Sachen dauert halt echt ewig und das sind zum Teil wirklich Blödsinnigkeiten, auf die kein Mensch kommen würde, die mir aber total wichtig sind. Also wie zum Beispiel eine bestimmte Person aussieht, wie ein Tattoo von der Person aussieht und so, dann gucke ich halt mir das ganz genau an. Ich musste zum Beispiel neulich einen YouTuber zeichnen, wusste, dass der ein Tattoo auf der Brust hatte. Ich wusste aber nicht, wie das aussieht. Und es war aber total wichtig, wie das aussieht. Und dann habe ich halt Leute angerufen und gefragt und es gab halt online kein Bild von dem. Okay. Und also ich habe es rausgefunden. Du bist sehr detailverliebt dann auch, ja? Ja, schon. Und das, muss ich sagen, merkt man deinen Videos auch an, da steckt viel Passion drin. Woher kommen die Ideen zu deinen Videos? Die kaufe ich alle bei Aldi. Nein, also keine Ahnung, irgendwie kommt das so von alleine. Also manchmal habe ich Glück, dann sitze ich auf dem Klo, also wirklich, und dann ist plötzlich so eine Idee da und dann denke ich, ja, das muss ich jetzt sofort umsetzen. Oder ich bin irgendwo unterwegs und es gibt keinen wirklichen Grund, aber plötzlich ist so eine Idee da und dann muss die jetzt genau umgesetzt werden. Wenn die da nicht in dem Moment umgesetzt wird, dann ist die weg anschließend. Mhm. Du hast es gerade schon selber gesagt, du bist einer der wenigen YouTuber, die nicht jede Woche oder jeden dritten Tag oder jeden Tag ein Video machen, sondern du hast wirklich manchmal auch einen Monat dazwischen. Ja, oder länger. Oder länger auch, weil es eben auch aufwendig ist, so ein Video oder zu machen. Oder weil ich eine faule Sau bin. Oder weil du eine faule Sau bist, aber das ist ja auch jedem zugestanden. Aber erklär mal ganz kurz, diese Videos, die am bekanntesten von dir sind ja diese Whiteboard-animierten Videos. Erzähl mal ganz kurz, wie ungefähr, kurz zusammengefasst, wie läuft das ab? Wie stellt man sich das vor? Ist da eine Kamera, die von oben da drüber hängt oder wie machst du das? Genau, ich habe zu Hause einen großen Schreibtisch, da habe ich ein Whiteboard dran befestigt mit Klebestreifen, dann ein Stativ quasi drüber gestellt, so halb schräg drüber gestellt, Kamera dann entsprechend ausgerichtet mit dem Computer verbunden, damit ich dann sofort auf dem Computer sehen kann, welches Bild dabei erzeugt wird. Dann habe ich mir auf dem Whiteboard Markierungen drauf gemacht, damit ich sehen kann, wo das Bild aufhört. Das ist dann auch, weil die Kamera nicht ganz von oben kommt, sondern leicht von schräg oben kommt, so ein bisschen verzerrt. Das sieht dann ganz komisch aus, wenn man davor steht, aber hinterher auf dem Bildschirm ist es dann wieder normal. Und dann habe ich die so eingestellt, die Kamera, dass sie ein Bild pro Sekunde etwa aufnimmt. Das heißt, nach einer Stunde habe ich eine Minute. Nee, Moment. Jetzt kann ich nicht rechnen. Ich auch nicht. Egal. Da bin ich auch raus. Egal, ja, auf jeden Fall dauert es lange. Genau, und dann habe ich aber nach einer Stunde eben bloß ein paar Minuten aufgenommen. Ja. Das wird dann aber noch weiter beschleunigt dann im Computer. Und ich mache dann Fehler raus, zum Beispiel, wenn ich mit der Hand mich irgendwie verzeichnet habe, dann wird das rausgeschnitten oder andere Fehler. Ja. Und irgendwann ist es fertig. Und dann geht es aber noch ans Vertonen, oder? Die Vertonung ist meistens sogar vorher schon fertig, also bevor ich irgendwas anderes mache, weil dann habe ich besser ein Gefühl dafür, wie viel muss ich eigentlich zeichnen, weil wenn ich jetzt für einen Satz 2 Sekunden brauche, dann ist halt nicht so viel Zeit da, dann kann ich nicht so viel zeichnen, aber manchmal brauche ich halt eben auch 10 Sekunden, dann müssen vielleicht auch 2 oder 3 Bilder angefertigt werden. Die Leute können dich ja nicht sehen, deswegen würde ich dich mal bitten, deine Frisur zu beschreiben. Meine Frisur? Ja. Die habe ich mir natürlich extra für diese Sendung hier gemacht. Das stimmt nicht. Spitze Haare oder ein bisschen, manche Leute sagen Son Goku,
Ja. Oder generell einfach eine Manga-Frisur. Ich weiß nicht genau, wie ich drauf gekommen bin. Ich habe sehr viele ganz katastrophale Frisuren gehabt in den letzten Jahren. Das ist nur die Spitze des Eisbergs. Und es ist auch echt lustig, die Reaktion der Leute auf der Straße zu beobachten. Ja, das glaube ich. Die gucken selbst in Berlin und denkst so, Berlin ist der abgeklärteste Ort der Welt, aber nee. Selbst hier gucken die Leute. Ja, lustig. Das ist, aber es ist halt auch, es kleidet ja auch, ne? Es ist auch. Es zieht Aufmerksamkeit. Macht was her, auf jeden Fall. In deinem neuen Video geht's um Berlin. Was verbindet dich persönlich mit dieser Stadt? Ich lebe jetzt hier seit 2007. Oder eigentlich 2006, Ende 2006. Dann war ich ungefähr ein Jahr da. Dann war ich ein Jahr weg in Australien. Und dann war ich wieder da. Und für mich ist es jetzt so natürlich die größte Stadt, in der ich bisher gewohnt habe. Gleichzeitig auch ein bisschen die abgefuckteste Stadt. Ja. Für wen ist das nicht so? Es ist so. Ich meine, ich habe früher in Karlsruhe gelebt. Das ist sowas beschaulich und, ja. und sauber. Ja, sauber vor ja, allem. Das ja, stimmt. Ist fast ein bisschen wie München, nur kleiner. Ja. Ja, es war echt eine Umgewöhnung, aber auch eine total spannende Umgewöhnung, weil hier einfach so wahnsinnig viel passiert. Also hier gibt es Dinge, die kriege ich halt in anderen Städten so nicht und das ist für mich halt schon was Besonderes. Und dann sagst du in deinem Video auch, dass in Berlin ist es halt, Berlin ist nicht immer so freundlich. Man muss es erstmal, das ist eine Untertreibung. Das ist halt das Erste, was die Leute, die ich kennenlerne, denen ich sage dann, ja, ich komme aus Berlin. Und das ist das Erste, was alle sagen. Ja, Berlin ist so unfreundlich und so. Ja, ich glaube, das täuscht aber so ein bisschen, weil das ist ja, das, ich weiß nicht, ob das Selbstschutz ist bei den Berlinern, aber eigentlich ist das, wenn man die besser kennenlernt, dann sind die eigentlich total freundlich und auch herzlich. Aber im ersten Moment wollen die es nicht so richtig zugeben, glaube ich. Ja, das glaube ich auch. Die sind eigentlich, das ist einfach nur eine Art. Das ist eine Art, auf Leute zuzugehen. Und manchmal ist es ja auch irgendwie schön, wenn man erst denkt, ach, so ein Arsch, und dann merkt man plötzlich, ey, der ist gar kein Arsch. Dann hat man ihn doppelt lieb. Das ist vielleicht stimmt. auch der Trick. Ja. Vielleicht wollen die einfach doppelt geliebt werden und deswegen sind sie am Anfang manchmal ein bisschen schwierig. Wie bist du selber unterwegs? Also ich fahre persönlich viel Motorrad oder Fahrrad. Also ich bin so ein Zweirad-Fetischist. Was geht bei dir? Auto, S-Bahn, Fahrrad, das Longboard? Was geht ich ab? Bin ein hundertprozentiger Öffi-Mensch. Öffi-Mensch! Geil. Ja. Ich fahre gern mit der S-Bahn durch die Gegend. Ich wollte eigentlich mal ein Fahrrad kaufen, habe ich aber irgendwie nie geschafft. Auto ist für mich gar nichts. Ich bin super glücklich damit, hier mit den Bahnen durch die Gegend zu fahren. Und deswegen gibt's in deinem neuen Video auch was zu gewinnen. Ja. Ja, man kann nicht nur das Video angucken, man kann danach auch noch an einem Gewinnspiel teilnehmen. Was gibt's zu gewinnen? Wenn man bis zum Schluss des Videos durchgehalten hat, und das ist nicht so schwer, glaubst mir, dann kann man ein Jahresabo für die VBB Umweltkarte gewinnen, der S-Bahn. Wunderbar. Also alle mal ganz schnell das Video klicken, youtube.com/maniac eingeben. Das ist total einfach, weil man muss nur einen Kommentar abgeben. Ja, genau das. Und sagen, Alter. Was man an Berlin so richtig mag. Ich danke dir sehr, dass du da warst. Vielen, vielen Dank und ich wünsche dir alles, alles Gute und ganz, ganz, ganz viel Erfolg. Dankeschön. Hit Music Only. Ha, das war's auch schon wieder, aber nächste Woche gibt's wieder Energy YouTube Show, Sonntag 20 Uhr mit Mert. Richtig. Haha, der kennt sich aus, Dave. Komm, wir gehen nach Hause.